Es ist für mich natürlich kroatisch ganz besonders bedeutend, aus dem Grund, Kroatien ist ja eines der Länder, die erstens einmal immer die Treue gehalten haben, die beispielgebend gewesen sind mit ihrem Mut. Ich habe da sehr viel in Kroatien ja miterlebt, in den Kämpfen seiner Zeit, denn ich war dort in vielen Gebieten Kroatiens. Otto von Habsburg sagte in vielen seiner Vorträge, wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin er geht, weil er nicht weiß, wo er steht. Und auf ihn persönlich übertragen könnte das heißen, er wusste sehr genau, aus welcher Tradition er kommt, nämlich aus dieser habsburgischen, übernationalen Tradition. Wir sind ein Konglomerat von verschiedenen Nationalitäten, die aber gleichzeitig im Geist und in der Einstellung eigentlich sehr viel Einheit bedeuten. Es ist das doch schon eine Familie gewesen, die eine europäische Familie war. Schauen Sie, sie kam aus der Schweiz, sie kam aus dem Elsass. Aber sie sind genauso auch gute Kroaten geworden und gute Ungarn geworden und verschiedenes andere auch. Die Reichsidee im Sinne der österreichisch-ungarischen Monarchie hat bedeutet, dass es eine übernationale Rechtsordnung gegeben hat, die nach dem Subsidiaritätsprinzip eine Körperschaft geschaffen hat, in der verschiedene Völker und Volksgruppen und Sprachen und Religionen in friedlicher Weise zusammen leben konnten und wo nur das Wichtigste von oben geregelt wurde. Und so hat Otto von Habsburg auch versucht, diese positiven Eigenschaften hinüberzuziehen und neu zu deuten für das 20. und 21. Jahrhundert, auch für die Aufgabe der Habsburger. Das findet sich dann wieder in seiner Vision von Europa. Europa nämlich nicht als Superstaat, nicht als zentralistischer Staat, sondern als Staat, in dem das Recht gewährleistet ist und in dem zwischen vielen verschiedenen Interessen ein guter Kompromiss immer wieder gesucht wird. Die kroatischen Verbindungen für uns alle später in ganz weiten Orten weitergelebt haben. Das ist es. Die Habsburger waren in ihren Völkern sehr verwurzelt, haben aber niemals versucht, die Völker zu verändern oder versuchen, ihnen eine andere Nationalität aufzuerlegen. Bei uns war das nicht so. Und außerdem hat sich ja diese... Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel in Kroatien schauen, was ein Mann wie Jelacic für jedermann bedeuten, ob er jetzt Kroatisch spricht oder nicht, es ist schon enorm. Das ist sehr selten, dass sie das finden. Otto von Habsburg kannte die Geschichte sehr gut und natürlich erkannte auch die Geschichte seiner eigenen Familie sehr gut. Er sprach von seinen Ahnen mit Achtung. Und vor allem von seinem Vater sprach er immer mit viel Achtung. Schauen Sie,
Erstens einmal, was die Charakteristik meines Vaters betrifft, ich habe ihn sehr wenig gesehen. Schauen Sie, ich bin auf die Welt gekommen im Jahr 1912. Im Jahr 1914 ist der Krieg losgegangen. Da hat mein Vater sofort diese sehr wichtige Position gehabt, zuerst einmal der Thronfolger zu sein und dann der Herrscher. Und als solcher hat er natürlich die Politik schon sehr beeinflusst, aber er hatte eine Sache. Im Ersten Weltkrieg war er der einzige von Staatsoberhäupter, und zwar auf beiden Seiten des Krieges, der immer wieder an der Front war, der seine Soldaten gekannt hat, der immer wieder gewusst hat, was für eine Fürchterlichkeit dieser Krieg für die Leute ist, und der daher von Anfang an systematisch für die Wiederherstellung des Friedens eingetreten ist. Und wenn man sich speziell anschaut, den Aspekt, den man, glaube ich, immer wieder hervorheben muss und der auch bei der ganzen Zeit des Seligsprechungsprozesses von ihm eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, war ja die Frage, dass eine der hervorragendsten Waffen, neuen Waffen, die es im Ersten Weltkrieg gegeben hat, war der Einsatz von Giftgas. Und das war für ihn etwas, was einfach moralisch nicht vertretbar war. Und die Art und Weise, wie er sich hier auch militärisch im eigenen Bereich, aber auch gegenüber den Bündnispartnern, gegenüber den Deutschen durchgesetzt hat und gesagt hat, es wird diese Waffe nicht eingesetzt, auch wenn die militärische Notwendigkeit dagegen spricht. Hat sonst niemand anderer getan. Die meisten anderen haben von zu Hause, von ihrem Büro aus, ihre Befehle erteilt, ohne genau zu wissen, was die Realität eines Krieges ist. Und das war, sagen wir, die wesentlichste Charakteristik der Politik meines Vaters. Er war an der Front und er hat gewusst, wie es an der Front ausschaut. Und er hat daraus geschlossen, wir müssen einen Frieden haben. Otto von Habsburg war knapp 6 Jahre alt, als die Monarchie zusammengebrochen ist und die Familie in die Schweiz gegangen ist, ins Exil. Und dort hatte der Vater natürlich dann auch mehr Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Insbesondere dann später, als Otto älter geworden ist, hat er seinen Vater auch intensiver wahrgenommen. Besonders erinnerte er sich noch sehr an die letzten Monate auf Madeira, wo er vielleicht indirekt gespürt hat, dass dem Vater nicht mehr viel Zeit bleiben wird. Und dennoch war es das Vorbild seines Vaters, das ihn am stärksten geprägt hat. Ich möchte das zusammenfassen in einer Kurzformel. Er hat von seinem Vater nicht das Reich und nicht die Krone geerbt, aber das Bewusstsein, Verantwortung zu tragen für andere. Und da hat der Vater sich sehr intensiv mit Otto und der jüngeren Schwester Adelheid beschäftigt. Sie haben viele Spaziergänge unternommen. Und Kaiser Karl hat den Kindern sehr viel erzählt, sehr viel Historisches beigebracht, ihnen sehr viel von seinen Grundsätzen erzählt. Auch er scheint gewusst zu haben, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Ja, er sprach von seinem Vater und dem letzten kroatischen König immer mit großer Achtung. Aber vor allem war es beeindruckend, wie er von der Lehre sprach, die er von seinem Vater an seinem Sterbebett bekommen hat. Und das war, wenn man seinem Schöpfer entgegentritt, dann gilt vor ihm nur Pflichterfüllung und guter Wille. Und wenn man so denkt, dann war das Leben seines Vaters auch sehr erfolgreich. Kaiser Karl hat noch auf Madeira zu seinem Sohn gesagt, und wenn man alles nimmt, verzichte nie auf Lothringen. Ich glaube, das dürfen wir nicht so sehr interpretieren in Bezug auf einen Herrschaftsanspruch, sondern vielmehr, dass man nie vergessen darf als Habsburger, dass man seine Wurzeln auch in Lothringen hat. In Wahrheit heißt die Familie nicht nur Habsburg, sondern Familie Habsburg-Lothringen seit der Heirat von Franz Stephan von Lothringen mit Maria Theresia von Österreich. Und das ist eine Sache, die sich natürlich auch in der Tradition des Ordens vom Goldenen Vlies weiter fortgesetzt hat, auf den eben natürlich auch mein Vater und ich dann immer einen entsprechend großen Wert gelegt haben. Es ist einfach, weil die habsburgische Politik an sich sehr verbunden war mit der Bevölkerung,
Es hat das immer gegeben. Bitte, wobei das eine zweiseitige Sache war. Denn man kann nicht eine einseitige Freundschaft machen. Entweder wachsen die zusammen oder sie wachsen nicht zusammen. Für Otto von Habsburg hat Lothringen immer eine große Rolle gespielt. Er hat sich dort sehr zu Hause gefühlt. Er hat es als heimatlichen Boden betrachtet. Und ich glaube, ich habe das mehrfach miterlebt, weil ich ja öfters mit ihm in Nancy und in Lothringen war, dass die Menschen ihm auch eine große Liebe und Verehrung entgegengebracht haben. Und deswegen war dies auch von so einer großen Bedeutung für meinen Vater, weil der Orden vom Goldenen Vlies mehr oder minder eine Institution war, wo der Herzog Philipp der Gute eine Art Roundtable geschaffen hat, wo er die verschiedenen Staatschefs der umliegenden Staaten, mit denen er potenziell in Konflikt gelegen ist, eingeladen hat, an einem gemeinsamen Tisch in eine gemeinsame Institution zu kommen. Etwas revolutionär Modernes. Aber wenn wir uns die heutige Situation der Europäischen Gemeinschaft anschauen, dann war das damals in Burgund eigentlich ein erstes Beispiel im Rahmen des Umfelds des ausgehenden Mittelalters, den es vorgefunden hat, neue politische Strukturen zu schaffen, die dann in die Renaissance und in die Weiterentwicklung Europas hereingeführt haben. Und sagen wir, dieses ganze burgundische Erbe war deswegen ein gedankliches Erbe, in dem mein Vater auch gesehen hat, die Tradition der Reichsidee. Also die Idee der Reichsidee als übernationale Rechtsordnung war etwas, das im Burgundischen verankert war und das dann eigentlich sozusagen in den habsburgischen Bereich herübergewandert ist. Otto von Habsburg erinnerte sich sehr eindrücklich daran. Es war für das Kind ein sehr, sehr prägender Eindruck, auch insbesondere nachdem der Vater gestorben war, seine Mutter ihm gesagt hat, jetzt bist du der Kaiser und jetzt hast du die Aufgabe, deinen Völkern ein so guter Fürst zu sein, wie dein Vater es gewesen ist. Die Mutter hat ihn natürlich sehr stark darauf konzentriert und ihn aber vor allem auf die Pflichten aufmerksam gemacht. Weniger auf die Rechte eines Herrschers, sondern vielmehr auf die Pflichten. Als Kind extrem eingebunden, weil von ihm verlangt wurde, dass er das gesamte österreichische und das gesamte ungarische Schulsystem parallel machen würde und praktisch dann auch seine Matura in beiden Systemen, in beiden Sprachen machen würde. Es hat damals ja auch dazu gehört, dass er die kroatische Sprache gelernt hat. Dass ich heute nach so langer Zeit etwas meine kroatische Sprache verloren habe, ist wahr. Es ist eine, die ich stets mit Trauer und mit einem schlechten Gewissen mich erinnere. Nur habe ich nie die Zeit. Ich bin der Überzeugung, dass wenn ich ein paar Wochen einmal in Kroatien bleiben könnte, dann würde das alles aus meinen Sachen wieder herauskommen. Aber Otto von Habsburg ist ein Mann, vor allem der sich seiner Pflichten bewusst war. Das ist ein Zeichen also seiner stoischen Natur, seines Charakters, der mich an den großen römischen Philosophen und Kaiser Marcus Aurelius erinnert hat. Es gibt etwas Ähnliches in ihrem Charakter, edel, Weisheit einerseits und andererseits Bescheidenheit. Das können nur große Menschen zeigen. Natürlich hat die Kaiserin Zita nach dem Tod des Kaisers die Verantwortung sehr stark und sehr intensiv übernommen. Und sie hat ihn auch erzogen als Thronfolger und künftigen Kaiser. Ich meine, es war ja damals zu dieser Zeit in den 20er Jahren bei weitem noch nicht klar, dass das erst einmal zu Ende ist und dass Otto von Habsburg zu seinen Lebzeiten niemals die Herrschaft antreten wird. Die politische Situation war ja damals noch etwas anders. Graf Degenfeld hatte eine vielfältige Rolle. Er war ein großer Wiener Gelehrter, der seine Karriere an der Universität Wien aufgegeben hat, um zunächst der Erzieher des kleinen Otto von Habsburg zu sein, also des Thronfolgers zu werden. Und vom Erzieher wurde er schließlich zum engsten Ratgeber, zum engsten Mitarbeiter, Sekretär und ich würde auch sagen Freund.
Das ist schon eine ungewöhnliche Entwicklung, dass der Erzieher dann später der Sekretär und engste Mitarbeiter ist. Aber ich glaube, das war wirklich einer der engsten Ratgeber über viele, viele Jahrzehnte. Ich habe zum Beispiel die gesamten Korrespondenzen zwischen beiden gelesen, als sie in den USA wirkten, und also während des Zweiten Weltkriegs im Exil. Und hier war Graf Degenfeld wirklich in dieser ganz schwierigen und auch sehr gefährlichen Zeit, war er Ottos engster Ratgeber und auch der Mann, dem er am stärksten vertraut hat, wenn es um die österreichischen Belange ging. Eine kleine Anekdote möchte ich erzählen, einen kleinen Dissens zwischen ihm und seiner Mutter, der ereignet sich nämlich, als die kaiserliche Familie nach Amerika ins Exil gehen musste, nachdem auch Frankreich keine sichere Heimat mehr war, 1940. Damals nämlich ging die Kaiserin mit den noch minderjährigen Kindern nach Quebec und Otto von Habsburg entschied sich, nach Washington zu gehen. Und ich habe bei den Arbeiten zur Biografie im Archiv der Kaiserin einen Briefwechsel entdeckt, wo sie einigermaßen streng ihm schreibt, er möge doch nicht bei den Neutralen bleiben, denn es war noch vor dem Kriegseintritt der USA, sondern möge nach Quebec kommen, wo er sehnsüchtig erwartet wird. Und er hat damals sehr weise vorauserkannt, dass der Krieg nicht in Kanada entschieden wird und erst recht nicht in Quebec, sondern dass der Krieg im Wesentlichen in Washington entschieden wird. Und hat sich natürlich auch durchgesetzt mit seiner Sicht der Dinge. Und wie wir sehen, hat er ja auch Recht behalten. Aber wir dürfen bei alledem, bei diesen kleinen Anekdoten, die ich hier erzähle, nicht übersehen, dass es zwischen den beiden eine große Loyalität gegeben hat. Und zwar eine wechselseitige Loyalität, wie ja jede echte Loyalität immer wechselseitig ist. Die beiden haben sich kennengelernt in einem Flüchtlingslager in der Nähe von München, wo sehr viele ungarische Flüchtlinge waren. Und Otto von Habsburg hat ihr, die damals dort als Sozialhelferin arbeitete, spontan geholfen als Dolmetscher. Also hat Ungarisch-Deutsch übersetzt. Es war in der Tat ein unglaublicher Glücksfall für beide. Beide waren symbiotisch miteinander. Und ich habe die unbedingte Zuwendung zwischen beiden noch bis ins hohe Alter bei ihnen erlebt. Es war, und das lässt sich aus allen Korrespondenzen wirklich ersehen, es war eine echte Liebesheirat. Es ist vielleicht wenig bekannt, dass Regina von Sachsen-Meiningen, so hieß sie ja vor der Heirat, zwar standesgemäß war, aber nicht auf jener Liste von möglichen Kandidatinnen, die Kaiserin Zita vorformuliert hatte für ihren Sohn. Es war für ihn von einer besonderen Wichtigkeit, die Familie und die Institution der Familie bei sich zu Hause so gut und so funktional wie möglich aufrechtzuerhalten. Und da hat natürlich meine Mutter eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Das Wichtigste war für ihn einfach, seinen Kindern einen Sinn für Geschichte mitzugeben, einen Sinn für die Politik. Er als Homo Politicus hat natürlich sich immer sehr gefreut, wenn seine Kinder auch darauf aufgesprungen sind, auf diese politische Ader. Den einzigen Bereich, den er sich, ich möchte fast sagen, mit großer Passion freigehalten hat, immer, war unser Sommerurlaub, den er sich immer komplett freigehalten hat, wo er mit uns auf Urlaub gefahren. Sprachen waren ihm sehr wichtig, dass die Kinder viele Sprachen lernen. Und das erzählen die Kinder mitunter auch, dass halt eben dort auch dieses Muster gepflegt wurde. Bei Tisch wurde halt eben bei jedem Essen eine andere Sprache gesprochen. Und dann kann das natürlich auch sein, dass bei gewissen Sprachen das besonders still war. Also in Benidorm gab es eine Urlaubsresidenz in Spanien und auf diesen langen Fahrten gab es das Prinzip, dass alle 2 Stunden die Sprache gewechselt wird. Also so, dass man 2 Stunden Deutsch sprach, 2 Stunden Französisch, 2 Stunden Englisch, 2 Stunden Spanisch und so weiter. Aber ich erinnere mich sehr gut, wenn wir mit ihm im Sommer unterwegs waren und gleichzeitig die Tour de France in Frankreich stattgefunden hat, dann war es also Pflichtprogramm, dass wir dem jeden Tag gefolgt haben und uns die Resultate angeschaut haben. Und er hat viele der Radfahrer gekannt, die in dem Bereich tätig waren. Und er hat auch eigentlich, sagen wir, spät in seinem Leben hat er doch, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, ist er hier und da zu einem Formel-1-Rennen gegangen, weil es eine Sache war, die ihn einfach auch fasziniert hat. Aber nicht so weit, dass es wirklich, ich würde sagen, Teil seines Lebens war.
Denn ich meine, ich bin kein großer Sportmensch und daher bin ich nicht jemand, aus dem der so viel Eigenes zu tun hat, der hat wenig Zeit für andere Sachen. Aber eines ist ganz bestimmt, wenn ich in der Früh das Radio antrete, so gegen 6 Uhr früh, und dann Fußball spielen höre und dann weiß, dass irgendeiner, dessen Namen auf Witsch endet, bin ich verdient. Viele Menschen werden, selbst viele, die ihn gut kannten, werden nicht wissen, dass er Gershwin äußerst schätzte, in seiner Freizeit gerne Jazz hörte. Er hatte dafür ein gewisses Faible. Viele werden nicht wissen, dass er in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre mit seiner Frau und mit Freunden gerne ins Kino gegangen ist, um die Filme der damaligen Zeit zu sehen. Und das war sicherlich auch ein Bestandteil der speziellen Beziehung, die sie mit meinem Vater hatte, die eben, wenn man so will, den ganzen karitativen und sozialen Aspekt der Familie dargestellt hat. Sie hat sich ungemein engagiert im Gemeindeleben, im Kirchenleben, in der Frage der Krankenhäuser. Sie hat sich engagiert im Bereich der Sterbebegleitung. Ich möchte auch persönlich aus eigenem Erleben sagen, ich habe sie immer als eine äußerst liebevolle, heiligmäßige, humorvolle Frau erlebt, die wirklich in der Lage war, jedem bis auf den Grund des Herzens zu sehen. Wir haben also alle ein Instrument lernen müssen, mit mehr oder weniger Erfolg. Ich habe Cello lernen müssen, mit eindeutig weniger Erfolg. Aber sagen wir, einige meiner Geschwister sind doch auch sehr stark bei der Musik geblieben und für sie war das auch ein sehr wesentlicher Aspekt, der eben auch in der Familie mit dazu geführt hat, ein familiäres Zusammenleben zu gestalten, genauso wie sie auch, wenn es darum gegangen ist, Weihnachten oder Ostern oder Ähnliches vorzubereiten oder Familienevents vorzubereiten, war sie natürlich immer die treibende Kraft, die das gemacht hat. Ich erinnere mich sehr gerne an den 50. Jahrestag der Hochzeit von Otto und Regina von Habsburg, an die goldene Hochzeit, wo sie auf den Tag genau am 10. Mai 2001 durch Nancy gegangen sind, nach der Messe in der Église des Cordeliers, und an den Straßenrändern sind gestanden die Menschen und haben gerufen: Vive Notre-Duc et Notre-Duchesse de Lorraine, also es lebe der Herzog und die Herzogin von Lothringen. Also diese Zuneigung der Lothringer hat Otto von Habsburg durchaus erwidert. Sie war der Mittelpunkt dieser großen habsburgischen Familie. Also ich meine damit nicht nur die Eltern und die Kinder, sondern jenes Haus Habsburg, das aus mehreren hundert Personen besteht, 500, 600, je nachdem, wie man zählt und rechnet. Also diese Familie zusammenzuhalten, an jeden Geburtstag, an jede Hochzeit, an jeden Trauerfall, immer zu denken, das war nicht sein Talent, das war ihr Talent. Und er hat oft gesagt, ich konnte tun, was ich tun konnte, weil ich sie hatte. Natürlich ist ihm ihr Tod sehr stark zu Herzen gegangen und er hat auch sehr stark darunter gelitten, dass sie vor ihm gegangen ist. Aber ich denke, jetzt sind beide wieder im Himmel vereint und dann sind sie froh miteinander. Es konnte ihm auch leid tun, wie sich Geschichte entwickelt hat. Aber vor allem würde ich sagen, es tat ihm leid, wie sich die Integrationsanstrengungen in 20er Jahren in der nächsten Dekade, in 30er Jahren, in also eine ganz andere Richtung genommen haben. Und wie sich Totalitarismen und Nationalismen in Europa entwickelt haben. Er hatte damals bereits Mein Kampf gelesen und hat deswegen eine sehr klare Vorstellung von dem, was Hitler bringen könnte, und hat sich also auch ganz klar positioniert. Hat sich auch darin gezeigt, dass er in dem Augenblick, wo Hitler an die Macht gekommen ist und Hitler ihn ausnutzen wollte, um den österreichischen Anschluss zu betreiben, dass er eigentlich fluchtartig Deutschland verlassen musste. Das war natürlich dann schon eine eminent politische Position, die er inne hatte. Und deswegen war die Politik für ihn das, immer das Haupt,
Ingredienz seines Lebens und eigentlich worum sich alles gezogen hat. Zweimal hat Hitler versucht, damals ihn zu einem Gespräch zu bewegen. Er wollte ihn treffen. Und Otto von Habsburg hat aber sehr genau gewusst, dieser Mann will mich instrumentalisieren, wie er bereits den deutschen Kronprinzen instrumentalisiert hat, nur ich kann das nicht machen. Er hat immer gesagt, ich hätte sehr gerne diese Konversation geführt, es war vielleicht eine der wenigen interessanten politischen Konversationen, die ich ausschlagen musste. Er hätte es gerne gemacht, weil er sagte, wenn ich von meiner eigenen Meinung überzeugt bin, brauche ich keine andere zu fürchten. Schließlich aber musste er ablehnen. Musste er zweimal ablehnen und hat also den Prätext gefunden, es tut mir leid, ich bin hier ausschließlich zu Studienzwecken. Hitler hat natürlich gewusst, dass das ein vorgeschobener Grund war und war darüber natürlich sehr erbost. Er war in meinen Augen Verteidiger und Promotor des Ebenbildes Gottes, des Menschen, seiner Würde als Ebenbild des Gottes. Er hat Gott sehr hoch geschätzt und aus der Liebe zu Gott hat er dann sich eingesetzt für die Würde des Menschen, für die Menschenrechte, für die Rechte auch der Völker, für die Anerkennung eines jeden Volkes, auch eines kleinen Volkes. Das war der Hintergrund, weswegen Otto von Habsburg den berühmten Brief im Februar 1938 an Kanzler Schuschnigg geschrieben hat, in dem er ihm auffordert, sofort ihm die Kanzlerschaft zu übergeben. Wenn Sie, also der Bundeskanzler Österreichs, sich nicht mehr in der Lage sehen, selbst den Widerstand gegen Hitler zu führen, bin ich dazu bereit. Und seine Begründung war, denn der Erbe Österreichs muss mit dem Land stehen und fallen. Das heißt, er war damals bereit, selbst sein Leben in die Waagschale zu werfen für die Unabhängigkeit des eigenen Landes. Es war ihm völlig klar, sollte Schuschnigg ihm nachgeben, sollte Schuschnigg ihm die Kanzlerschaft geben, wäre das ein Selbstmordkommando geworden. Natürlich hätte das kleine Österreich nicht der geballten Macht der deutschen Wehrmacht standhalten können, die ja einfach hineingerollt sind. Ne? Natürlich wäre er erschossen worden. Der hat später auf Anfragen von Journalisten immer wieder gesagt, ja natürlich war mir bewusst, dass das ein Selbstmordkommando sein würde. Aber das ist nun mal die Aufgabe. Er hätte einen bewaffneten Widerstand organisiert und das war der Hintergrund des Briefes an Schuschnigg gewesen. Es ging weniger um die Wiederherstellung der Monarchie. Nun, wie immer, die Geschichte hat ja gezeigt, wie es dann gelaufen ist. Der militärische Operationsname für den Einmarsch Nazi-Deutschlands in Österreich hieß ja auch Operation Otto. Hitler hat Otto von Habsburg abgrundtief gehasst. Das war ja ein völlig anderes Gesellschaftsmodell, was der Habsburger vertreten hat. Er ist für mich wirklich ein glaubwürdiger christlicher Politiker der Gegenwart. Für ihn war Christentum nicht nur ein Wort, sondern auch Inhalt seines Lebens. Wie viel ich ihn gekannt habe, er hat sehr gut gewusst, dass Christsein nicht genügen ist, nur für sich selbst zu leben, sondern auch für die anderen. Warum hat Hitler ihn so gehasst? Natürlich war das habsburgische Gesellschaftsmodell, was Otto von Habsburg auch damals schon in Schriften vertreten hat, ein völlig anderes Modell als das nationalsozialistische. Otto von Habsburg stand immer für die Vielfalt der Völker, für das Zusammenleben der Nationen, für eine religiöse Toleranz. Es gibt nicht den habsburgischen Herrenmenschen, aber Hitler hat die Ideologie des deutschen Herrenmenschen, des deutschen Ariers verbreitet. Und das waren natürlich zwei Ideologien, die sich nicht miteinander vertragen haben. Und da muss ich aber auch wirklich sagen, dass die Risiken, die mein Vater natürlich insbesondere zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eingegangen ist, oder auch sein Engagement im Spanischen Bürgerkrieg, das waren natürlich Engagements, die weit über das herausgehen, was man heute eingeht. Aber es war ja für ihn immer eine Tatsache, dass er gesagt hat, wenn man persönlich nichts riskiert, dann hat man irgendwie seine Vokation versäumt. Nun, er hat sich zunächst ja, solange es irgendwie ging, in Europa aufgehalten. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, dass er schon nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris noch immer in Bordeaux lange die Stellung gehalten hat, um dort zusammen mit dem Generalkonsul Portugals Tausenden von Flüchtlingen, insbesondere sehr vielen mitteleuropäischen Juden, Visa zu organisieren, damit sie ihr Leben retten konnten, insbesondere über Spanien, Portugal
nach Südamerika, Mittelamerika und auch Nordamerika ausreisen konnten. Und erst als seine Position in Frankreich wirklich nicht mehr haltbar war, ist er dann in die USA emigriert, um dort zu wirken. Damals hat es eine kroatische Verbindung in den Vereinigten Staaten gekommen. Ich war damals in Washington, bald nach dem Zusammenbruch von Frankreich. Und da ist der Präsident der kroatischen Verbandes in Amerika zu mir gekommen und gesagt, wir haben diese und diese und diese Schwierigkeit, helfen Sie uns. Natürlich, ganz selbstverständlich. Das heißt, er wollte, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika Österreich denselben Status geben, den sie auch der Tschechoslowakei oder Polen gegeben haben, nämlich als ein Opfer Hitlers. Denn er wusste bereits von Anfang an, dass wie der Weltkrieg enden würde, nämlich mit einer Niederlage Hitlers. Durch seinen persönlichen Kontakt zu Präsident Roosevelt konnte er über lange Zeit verhindern, dass österreichische Städte bombardiert wurden. Das war für ihn eine nervenaufreibende Arbeit, denn er hat immer nur wenige Stunden vor der Durchführung eines solchen Bombardements davon erfahren und hat dann über zwei Kanäle, die er zum Präsidenten hatte, versuchen müssen zu intervenieren, um dieses Bombardement zu verhindern. Ein dritter Punkt drehte sich um Ungarn. Er versuchte, Ungarn herauszubrechen aus der Allianz mit den Mittelmächten, mit den Achsenmächten und versuchte, Ungarn auf die Seite des Westens zu holen, was eine wirklich abenteuerliche, geheimdienstliche Tätigkeit erfordert hat, die er zusammen mit seinem Bruder Robert initiiert hat. Ein viertes war, er hat sich für das Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler sehr eingesetzt und es gab sogar hier ein erstes Memorandum, das er gemeinsam mit Richard Graf Kuttenhoff-Kalergi verfasst hat. Wenn ich weiß, seine ganze Zusammenarbeit mit Richard Kuttenhoff-Kalergi als Gründer von der Paneuropa-Union, das war natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit und auch eine inhaltlich ungemein bereichernde Zusammenarbeit gegenseitig und eine große Bewunderung gegenseitig, die es hier gegeben hat. Den ersten Kontakt gab es, als Richard Kuttenhoff-Kalergi dann Anfang der 30er Jahre nach Paris kam, dort Otto von Habsburg begegnete. Und daraus hat sich ein großer Respekt entwickelt, der im Exil in den USA dann tatsächlich zu einer engen Zusammenarbeit wurde. Richard Kuttenhoff-Kalergi hat in New York lebend während des Zweiten Weltkriegs bereits Pläne, konkrete Pläne gemacht für eine europäische Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch diese Pläne wurden, glaube ich, weitgehend heute vergessen, wären aber historisch hochinteressant. Dachte an die Geschichte, er konnte dank seiner Kenntnisse der Geschichte die Zukunft viel besser voraussehen als jene Politiker, die nur in der Gegenwart leben, aber er war immer der Zukunft gerichtet. Das heißt, als sich Deutschland unter Adolf Hitler und die Sowjetunion unter Josef Stalin daran machte, Mitteleuropa unter den beiden Diktaturen aufzuteilen, gab es keine Kraft mehr, die stark genug gewesen wäre, hier Widerstand zu leisten. Und diese mitteleuropäische Tragödie, glaube ich, sollte man nicht aus dem Blick verlieren, wenn man über diese Pläne, die es damals gegeben hat, zur Bildung einer Donauföderation heute nachdenkt. Er fühlte die Teilung Europas in zwei Blocks nach dem Zweiten Weltkrieg auch als eine Tragödie, wenigstens für einen Teil der europäischen Völker, und hat alles in seinem Leben gemacht, um dieses Unrecht zu heilen und um die um allen europäischen Völkern zu helfen, sich in das vereinigte Europa zu integrieren. Also es ist, glaube ich, erwiesen, dass Winston Churchill tatsächlich mehrere interessante Pläne hatte, die er allerdings mit unterschiedlichem Engagement betrieben hat. So hat er auch bereits in den 30er Jahren, als Aristide Briand, damals als französischer Ministerpräsident, seinen ersten Plan zur Einigung Europas vorlegte, hat Churchill damit durchaus sympathisiert, übrigens unter dem großen Einfluss von Richard Kuttenhoff-Kalergi, allerdings unter Ausschluss Großbritanniens selbst. Denn Churchill konnte sich
eine Einigung europäischer Staaten vorstellen. Allerdings sah er selbst in der Tradition des britischen Imperiums stehend Großbritannien nicht als einen Teil einer europäischen Einigungsentwicklung. Das zweite aber war tatsächlich das amerikanische Exil, denn von Amerika aus wurde ihm immer deutlicher, dass es nicht nur um eine Zusammenarbeit oder um eine neue Föderation der Länder des Donauraums, also Mitteleuropas, gehen müsste, sondern dass die Nachkriegsordnung nur in einem vereinten Gesamteuropa bestehen könnte. Welche Organisationen sind jetzt gemeint? Nein, die Frage können wir weglassen, Herr Vinkovic. Wenig bis gar keine. Ich weiß, es gab da die wildesten Gerüchte und Ideen. Es gab die absurde Behauptung, er sei Freimaurer oder den Freimaurern nahe. Ich kann Ihnen versprechen, das ist völliger Unsinn. Es gab auch andere Verschwörungstheorien. Also in Österreich meinte man, also lange Zeit transportieren zu müssen. Es gäbe also ein vatikanisches Komplott mit Otto von Habsburg und so weiter. Verschwörungstheorien gehören auf die Müllhalde der Geschichte. Sein Leben war doch über weite Strecken ein öffentliches. Das ist natürlich eine sehr schwere Sache. Wissen Sie, ich tue nicht gerne mir Fragen in der Politik stellen, die sagen würde, was wäre wenn. Das ist unfruchtbar. Das ist eine Spielerei, das überlasse ich Pseudohistorikern. Aber ich bin nicht bereit, das zu machen, denn das würde einem einfach die Perspektive einer reellen Beurteilung der Lage wegnehmen. Die einzige Geheimgesellschaft, der er angehörte, ist hier breites dokumentiert. Das war das sogenannte SEDI, ein Zusammenschluss von, man könnte sagen, christdemokratischen, konservativen Politikern, Schriftstellern, Wissenschaftlern, die sich zusammengefunden haben, um die Einigung Europas voranzutreiben und die damalige Isolation Spaniens zu durchbrechen in den 60er Jahren. Ein Kreis von Intellektuellen, der sich da regelmäßig getroffen hat. Anderen Geheimgesellschaften, in Anführungszeichen, hat Otto von Habsburg nicht angehört. Sein Leben war ein öffentliches und sein Wirken ist ein öffentliches gewesen. Natürlich gab es einige Ausnahmen, wo er das Gefühl hatte, dass er eine spezielle Tradition fortsetzen konnte oder wo es für ihn eine große Bedeutung hatte, dass er eine Auszeichnung bekommen hat, die er auch gerne getragen hat. Und da hat für ihn natürlich, sagen wir, auch die Beziehung zu den entsprechenden Ländern eine große Rolle gespielt und das hat für ihn auch mit Kroatien eine entsprechend große Rolle gespielt. Aber für ihn war prinzipiell das gesellschaftliche Leben etwas, was er eher vermieden hat, weil er einfach das Gefühl hatte, dass dort die Effizienz für seine Interessen nicht gegeben war. Also ich habe natürlich erlebt, wie viele Türen in Frankreich, in Spanien, im Orient ihm aufgegangen sind, weil er der Erbe dieser Tradition und der Träger dieses Namens und der Chef dieser Familie war. Und ich habe auch umgekehrt erlebt, wie viel Ressentiment, wie viel Hass, wie viel Vorurteil, wie viel Ablehnung ihm entgegengebracht wurde, aus demselben Grund. Weil es angesprochen wurde, eben zum Beispiel den Titel des Königs von Jerusalem, muss man sagen, dass wahrscheinlich für ihn die Zeit des Zweiten Weltkriegs etwas ungemein prägend und vor allem die Judenverfolgung zu der Zeit etwas ungemein prägendes war, weil er einfach das unvorstellbare Unrechtssystem der Nationalsozialisten erkannt hat. Und deswegen hat das natürlich sein Engagement, sich für Juden, insbesondere aus Österreich, aber alle anderen genauso einzusetzen, etwas war, was ganz selbstverständlich war zu dem Zeitpunkt. Schauen Sie, was sonst alles gegen und verschiedene unserer kroatischen Leute und von den Serben. Schauen Sie, wer weiß heute noch etwas von der serbischen Haltung gegenüber den Juden? Was die damals gemacht haben, zur Zeit von Marschall Nedic. Wissen Sie, es ist mir immer wieder das, über den Pavelic weiß jeder Mensch, über den Nedic weiß niemand. Es ist eine geniale Propaganda, die das umgedreht hat. Der Marschall Nedic war ein Mann des Hitler, war der Mann, der sehr viel dafür getan hat. Er war damals der Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek,
der dafür gesorgt hat, dass also ein Baum für meinen Vater im Yad Vashem gepflanzt wurde, um seine Position bei der Hilfe unter der ungemein schwierigen Situation der Judenverfolgung entsprechend darstellen zu können. Das war natürlich etwas, was ihn schon sehr gefreut hat. Von den, soll man sagen, zeitgenössischen Staatsmännern, die er miterlebt hat und mit denen er zum Teil auch mit zusammenarbeiten durfte, waren zum einen bestimmt diejenigen Persönlichkeiten, die Europa mitgeschaffen haben und eigentlich mit ihm zusammen geschaffen haben, von einer großen Bedeutung für ihn. Ich habe Jan Masaryk nicht gekannt. In Amerika, ganz am Anfang, bevor der Krieg ausgebrochen ist, war ich in New York bei einer Konferenz zwischen Engländern und Amerikanern zu den Kriegsfragen. Was ich nicht gewusst habe, war, dass Jan Masaryk als Außenminister der Tschechoslowakischen Republik dort eingeladen war. Und wie ich hereingekommen bin in den Saal, das war in New York, ist der Jan Masaryk auf mich zugekommen und hat ganz laut gesagt, ich möchte, dass Sie gleich etwas wissen. Ich war nie ein Verräter. Ich habe noch am 4. November 1918 für Österreich-Ungarn gekämpft. Das war der Sohn des nachher des Präsidenten Masaryk. Das ist der gleiche Mann, den dann die Russen ermordet haben und mit den Kommunisten zusammen als Außenminister, weil sie gewusst haben, dass er nicht mit ihnen gehen wird. Obwohl ein wirklicher Tscheche war und ein begeisterter Tscheche war. Er hatte jemanden, mit dem er persönlich viel zu tun hatte und den er persönlich auch sehr, sehr geschätzt hat in seiner politischen Funktion, war General de Gaulle in Frankreich. Es war jemand, den er natürlich aus der Zeit, wenn man so will, des Zweiten Weltkrieges heraus in der Entwicklung Frankreichs sehr bewundert hat, weil er General de Gaulle als einen derjenigen Persönlichkeiten gehalten hat, der als einer der ganz wenigen in der Lage gewesen ist, Frankreich aus einer sehr, sehr schwierigen Situation praktisch erstehen zu lassen und ihm auch eine entsprechende Struktur zu geben, damit Frankreich, sagen wir, seine Natur und seine speziellen Eigenschaften auf Dauer behalten konnte und sie nicht verloren hat. Und er hat auch immer betont, dass es auf diesem Fundament ist, auf dem Frankreich vielfach heute auch noch lebt und von dem es zehrt. Und selbst eine große Persönlichkeit, mit der er so befreundet war, wie Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte einmal, würde er Müller oder Meyer heißen, ich würde ihn nehmen als Außenminister. Aber das war eben verunmöglicht durch diesen Konflikt mit Österreich, den es damals gab, durch die unaufgearbeitete Geschichte von österreichischer Seite. Aber genauso hat er natürlich, wenn ich denke an Konrad Adenauer oder Persönlichkeiten dieser Art, die für Europa einfach eine wesentliche Rolle gespielt haben, das hat für ihn sicherlich sehr, sehr viel bedeutet. Es ist in der Tat so, dass Franco Otto von Habsburg angeboten hat, nach seinem Tod die Regierung als spanischer König zu übernehmen. Allerdings hat Otto von Habsburg dies abgelehnt. Er hat sich nicht als Usurpator gesehen und letztendlich wusste er genau um die herausragenden Qualitäten des Prinzen Juan Carlos. Man muss ein bisschen die damalige Situation Spaniens in den Blick nehmen, um die Szene gut beurteilen zu können. Spanien war weitgehend isoliert. Der heutige König lebte in Paris und führte einen Lebenswandel, der vielen Konservativen in Madrid überhaupt nicht gefallen hat. Deswegen hat Franco nach einem Ausweg gesucht und er hat Otto von Habsburg als eine seriöse, renommierte Persönlichkeit erlebt, der seine politische Rolle sehr ernst genommen hat, der selbstverständlich perfekt Spanisch gesprochen hat, die spanische Geschichte und Tradition kannte und Franco seinerseits wusste natürlich auch, wie tief die Habsburger mit der spanischen Geschichte verbunden sind vor den Bourbonen. Unter Karl V. haben die Habsburger ihre größte Verbreitung erlebt, nämlich von
Ungarn bis zu den Philippinen. Karl V. konnte sagen, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter, weil natürlich dadurch, dass er spanischer Herrscher auch war, die überseeischen Besitzungen dazu kamen. Aber ich glaube, das ist weniger ein Aspekt für Otto von Habsburg. Karl V. hat sich als Europäer gesehen. Er war zu manchen Zeiten damals einer der einzigsten Europäer. Es gab nie ein persönliches Gespräch zwischen Franco und Otto von Habsburg über diese Frage, sondern Franco versuchte über zwei Kanäle, zwei seiner Minister, zu sondieren, ob es da eine Bereitschaft gäbe. Und nachdem das zweimal mit einem klaren Nein, einer klaren Ablehnung bedacht wurde, ist die Frage auch erledigt gewesen. Unumgänglich notwendig, Rückschlüsse aus der Geschichte ziehen zu können, aber das Ganze immer in einem geografischen Kontext sehen zu können. Deswegen war für ihn auch als überzeugten Europäer, war Europa natürlich immer nur eine Zusammenführung der verschiedenen Teile der Geschichte Europas mit den geografischen Gegebenheiten unseres Kontinents. Deswegen war ja auch für ihn eben die Überwindung des Eisernen Vorhangs, die Überwindung der totalitären Regime in Europa eine ganz, ganz logische, notwendige Konsequenz für die Arbeit, mit der man für ein vereintes Europa entsprechend arbeiten konnte. Ich möchte nur ein Beispiel erinnern. Das war 1956, als sich die Ungarn zum ersten Mal erhoben gegen die kommunistische Diktatur, als der Kardinal Primas Mindszenty aus dem Gefängnis geholt wurde. Da war Otto von Habsburg hinter den Kulissen hochaktiv, um Ungarn zu helfen und hat wirklich in einer ununterbrochenen Arbeit Tag und Nacht versucht, die westliche Öffentlichkeit und auch die westlichen Politiker, die er kannte und zu denen er Kontakte gepflegt hat, zu gewinnen, damit sie Ungarn helfen. Den Völkern der ehemaligen Monarchie hat Otto von Habsburg gegenüber auch stets eine besondere Verantwortung empfunden. Die ist sicherlich einerseits gekommen durch die Aufforderung seiner Mutter nach dem Tod des Vaters, aber auch durch das Beispiel seines Vaters und weil er auch eine besondere Bindung spürte, stets auch eine emotionale Bindung an diese Länder. Dasselbe war 1968, als es den Prager Frühling gab, als sich die Tschechen erhoben gegen die kommunistische Diktatur und dieser Freiheitsaufstand wurde ja dann genauso gewaltsam niedergeschlagen wie 1956 in Ungarn. Aber Otto von Habsburg nutzte diese Gelegenheiten, um sich einzusetzen. Ich habe die Korrespondenzen gelesen, die er damals mit vielen Politikern hatte. Und ich glaube, dieses Kontinuum, diesen roten Faden können wir feststellen in seinem ganzen Wirken. Wo immer es möglich war, für die Völker des Donauraums wie ein Anwalt aufzutreten, also nicht wie jemand, der etwas für sich selbst möchte, sondern etwas für diese Völker an Gutem wirken möchte, wo immer es die Chance gab, hat er es getan. Otto von Habsburg hat sehr an der Zerstörung Mitteleuropas gelitten. Denn seit seiner Kindheit wusste er sehr genau, was für ein Potenzial an Kultur, an Humanität, an Wirtschaftskraft auch gerade im Kern Mitteleuropas besteht. Und deshalb hat er sich sein Lebenslang sehr dafür eingesetzt, dass diese Staaten im Zentrum Europas wieder erblühen. Und er hat versucht, allen diesen Staaten zu helfen. Ich kann mich ja noch sehr gut erinnern, wenn ich mit ihm herumgereist bin, dass er nicht nur rational für das Selbstbestimmungsrecht der Völker eingetreten ist, sondern auch emotional für die Freiheit und die Selbstbestimmung Kroatiens beispielsweise. Noch in den 70er Jahren hat er von sozialistischer Seite es eine groß angelegte Verleumdungskampagne gegen ihn gegeben. Noch in den Anfangsjahren im Europäischen Parlament wurde er als kalter Krieger beschimpft. Seine Ideen wurden als Utopien, die niemals Wirklichkeit werden, verleumdet. Eine andere Persönlichkeit, von der ich weiß, dass mein Vater eine unglaubliche Bewunderung für ihn hatte, aber zu einem viel späteren Zeitpunkt, war Präsident Ronald Reagan. Weil er natürlich gesagt hat, Ronald Reagan war jemand, der mit einer absoluten Klarheit und mit einer Art simplifizierenden Klarheit gesehen hat, wie notwendig es ist, das System des Kommunismus zu bekämpfen und damit auch das System der Sowjetunion zu bekämpfen.
und der kompromisslos jede Gelegenheit wahrgenommen hat, hier ohne Beschönigung zu sagen, dies zum Ausdruck zu bringen, aber auch praktisch umzusetzen. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Otto von Habsburg hat immer wieder gesagt, es gab eigentlich nur drei Leute, die wirklich diesen kommunistischen Drachen besiegt haben, das Reich des Bösen zu Fall gebracht haben. Das war Papst Johannes Paul II., der amerikanische Präsident Ronald Reagan und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl. Also diesen drei Persönlichkeiten hat Otto von Habsburg diese Rolle zugeschrieben. Ich persönlich würde auch noch eine vierte Persönlichkeit in diese Rolle, in diese Reihe stellen, nämlich ihn selbst. Otto von Habsburg hat daran doch eifrig mitgewirkt. Man muss sagen, dass in vielen Bereichen die Geschichte ihm recht gegeben hat, auch wenn er selbstverständlich immer wieder in dieser Frage historisch als Fantast bezeichnet wurde, weil man gesagt hat, das stimmt nicht. Wenn ich zum Beispiel denke an das geteilte Deutschland und den später so viel gepriesenen Willy Brandt, der immer gesagt hat, jeder Mensch, der an eine deutsche Wiedervereinigung glaubt, sollte eigentlich in ein Irrenhaus eingewiesen werden. Und wirklich ein großer Freudentag für ihn war sicherlich der 19. August 1989, als anlässlich des paneuropäischen Picknicks an der ungarisch-österreichischen Grenze über 600 DDR-Bürger in die Freiheit gelaufen sind und mit der Fall des Eisernen Vorhangs eingeläutet wurde. Das war sicherlich einer seiner schönsten Tage. Aber auch im Jahr 2004 hat er sich unglaublich gefreut über die Erweiterung der Europäischen Union. Habsburg. Otto von Habsburg war ein begeisterter Parlamentarier einfach. Das hat ihm große Freude gemacht. Und er hat sich mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Energie in diese Aufgabe hineingestürzt. Wohlgemerkt in seiner Zeit, als andere Leute, wenn andere Leute in Pension gehen, in Ruhestand gehen. Er war 67, als er 1979 zum ersten Mal in das Europäische Parlament eingezogen ist. Otto von Habsburg hat sich von Anfang an gesehen als Anwalt der Völker, als Anwalt des Selbstbestimmungsrechts. Und hat deswegen den Antrag eingebracht, diesen leeren Stuhl für diejenigen Völker einzubringen, die meistens eben aufgrund von totalitären Systemen oder wie es damals war, des Warschauer Paktes oder der Sowjetunion oder von Jugoslawien aus, nicht am politischen, demokratischen Leben der Europäischen Gemeinschaft und dann später der Europäischen Union teilnehmen konnten. Auch späterhin hat er sich stets als Anwalt der Völker verstanden, auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989. Er war ja der einzige Abgeordnete beispielsweise in dem Hohen Haus, der Ungarisch sprach. Und als es dann anfing, dass die Völker auch, dass die Nationen, die einstmals hinter dem Eisernen Vorhang eingesperrt waren, als dann die Kontakte mit dem Europäischen Parlament anfingen, war er natürlich selbstverständlich in dem gemischten Ausschuss EU-Ungarn. Selbstverständlich. Er hat ja auch seine Tätigkeit im Europäischen Parlament auch für die anderen Völker der ehemaligen Monarchie eingebracht, halt eben auch vor allem für Kroatien. Und wir hatten sehr intensive Arbeitstage im Europäischen Parlament. Also es begann mit dem Frühstück um 7 Uhr. Da hatte er längst zwei englische und eine französische Tageszeitung gelesen. Längst die französischen Rundfunknachrichten gehört. Man musste also gut vorbereitet sein bereits zu dieser Stunde. Und dann dauerte so ein normaler Alltag im Europaparlament während einer Plenarwoche üblicherweise bis 9 oder halb 10 Uhr abends. Er war sicherlich nicht immer unbedingt ein angenehmer Kollege im Parlament, das muss man auch sagen. Weil er natürlich immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, dass er ganz klare Vorstellungen hat und dass er immer den schnellsten Weg gesucht hat, diese Vorstellungen realistisch umzusetzen. Und wir wissen ja alle aus Erfahrung, dass in jedem Parlament Leute sitzen, die das nur aus l'art pour l'art machen. Und deswegen nur im Parlament sitzen, um ihre Zeit abzusitzen. Und dafür hatte er einfach überhaupt keine Geduld. Man muss sehen, dass ihn verschiedene Eigenschaften qualifiziert haben, hier besonders effizient zu wirken. Das eine waren seine Sprachen. Also er konnte sich einfach in mindestens 5 oder 6 Sprachen. Haben alle gewählt? Es que tous ont déjà voté? Have all voted? Han todos votados? Mindenki szavazott, Ich habe auch noch was auf Ungarisch gesagt. Für die Zukunft.
völlig perfekt bewegen. Das heißt, er hat sie muttersprachlich gesprochen, konnte sofort wechseln vom Französischen ins Spanische, ins Englische, zurück ins Deutsche. Das hat natürlich unglaubliche Möglichkeiten eröffnet, die viele andere Abgeordnete nicht haben. Und ich denke speziell zurück an die Zeit, als wir bei dem Europäischen Parlament gesessen sind. Aber er war jemand, der, sagen wir so, ein absolut gerades Denken hatte und so konsequent war und auch seinen Freunden gegenüber ungemein immer treu war und mit seinen Freunden immer positiv verfahren ist, dass das manchmal einen schon überraschen konnte, wenn man im politischen Leben natürlich oft gesehen hat, dass viele Leute von diesen absolut geraden Linien abgewichen sind. Dazu kommt, dass er wirklich mit jedem gerne und offen und ohne Ressentiments gesprochen hat. Das heißt, er konnte auf einen italienischen Anarchisten genauso vorurteilsfrei und offen zugehen wie auf einen französischen Kommunisten oder auf einen bayerischen Christsozialen. Er hatte diesbezüglich keine Ressentiments oder Hemmschwellen. Otto von Habsburg hat insbesondere an der Verehrung der menschlichen Persönlichkeiten bestanden. Er hat sich also für Selbstbestimmungsrechte der Völker eingesetzt, aber auch für die Menschenrechte und Minderheitenrechte. Er ist dabei vom Gedanken der Subsidiarität ausgegangen und hat sich dann eingesetzt, dass man also allen Menschen die ihre Rechte ermöglicht. Ich erinnere mich noch gut, als man verkündet hat, mit bestimmten Persönlichkeiten, also von Seiten der Fraktion, mit bestimmten Persönlichkeiten dürfe nicht gesprochen werden. Da hat er solche Tabus gerne und mit Leidenschaft gebrochen. Er wollte mit allen kooperieren, er war ein leidenschaftlicher Parlamentarier und er hatte keinerlei Standesdünkel, sondern für ihn war die Putzfrau, die am Morgen das Büro geputzt hat, genauso Madame wie die Parlamentspräsidentin. Eine Anekdote. Einmal habe ich in seinem Büro im Europäischen Parlament in Straßburg das Bild, also an der Wand, neben dem Hut- und Kleiderständer, ein Bild von Djohar Dudajew gesehen und habe ihn gefragt, warum hängt das Bild Djohar Dudajews in ihrem Büro. Natürlich, Otto von Habsburg war ein großer Kämpfer für das Selbstbestimmungsrecht der Völker und für die Freiheit in Europa und in der Welt. Und Djohar Dudajew, das wusste ich, war nicht nur ein großer Held Tschetscheniens, sondern auch ein großer Held aller baltischer Völker, weil er als Hauptbefehlhaber der Atombombenflugzeuge im Baltikum sich geweigert hat, die Staatsinstitutionen Estoniens und der baltischen Länder zu besetzen. Also deshalb antwortete mich Otto von Habsburg, ja, Sie sehen, das ist mein Hutständer und man muss immer aufpassen, vor wem man immer den Hut ziehen kann. Insbesondere also hat er alle Völker, damals Tschechien, Slowakei, Ungarn, aber auch Kroatien, geholfen und hat die Delegationen von diesen Völkern im Europäischen Parlament und bei anderen Gelegenheiten befürwortet und hat sich sehr aktiv eingesetzt, als man also die Verhandlungen über die internationale Anerkennung Kroatiens und anderer Länder durchgeführt hat. Es hat ihn immer ungemein geärgert, wenn Leute von Europa gesprochen haben und damit die Europäische Union gemeint haben. Weil es für ihn immer wichtig war, darzustellen, dass dies zwei unterschiedliche Dinge sind. Wir reden von der Europäischen Union und meinen eine Staatengruppe, aber wir reden von Europa als etwas, das wir anstreben, als etwas, auf das wir hinarbeiten wollen. Das ist das geeinte Europa, aber das ist eben doch um einiges größer als das, was heute oder was früher durch die Europäische Gemeinschaft oder später durch die Europäische Union dargestellt wurde. Als er sich 1999 aus der aktiven parlamentarischen Arbeit zurückzog,
da hatten sich seine Ideen doch verwirklicht. Da wusste man, dass er richtig lag. Und plötzlich gab es von allen Seiten Ehrungen aus verschiedensten Ländern und Nationen, von verschiedensten politischen Gruppierungen wurden ihm Ehrungen und Anerkennung zuteil. Es gab seit Papst Pius XII. Eine vatikanische Politik für die Einigung Europas. Pius XII. Hat mehrere Ansprachen gehalten, Paul VI. Hat diese Tradition fortgeführt und auch den heiligen Benedikt zum Patron Europas ernannt. Und es gibt sicher niemanden, der die päpstliche Europavision, wenn ich das so sagen darf, expliziter und deutlicher gemacht hat als Johannes Paul II. Schauen Sie, natürlich ist es gewesen, unser polnischer Papst. Wissen Sie, dass wir zum ersten Mal einen Slawen auf dem Thron von Petrus gehabt haben, ist doch ein ganz großes Ereignis gewesen und ist eine Sache, die noch auf die Zukunft sehr viel wirken wird. Dieser Mann hat uns tatsächlich Stufen gezeigt, die ungeheuer sind, die weit über seine Zeit hinausgehen. Johannes Paul II. Diese päpstliche Europavision konnte Otto von Habsburg immer teilen und unterstützen. Und sie war seinen Gedanken natürlich sehr nahe. Dazu kommt aber Folgendes. Als Pole aus Krakau kannte Karol Wojtyła, Johannes Paul II., die Tradition des Habsburgerreiches sehr genau. Vergessen Sie nicht, dass er Karol hieß, weil sein Vater als K&K-Offizier eine besondere Verehrung für Kaiser Karl, für den Vater Otto von Habsburgs hatte. Also daher die Namensgebung des Sohnes Karol Wojtyła. Und dieser Karol Wojtyła sprach dann 2004 den von seinem Vater verehrten Kaiser Karl in Rom auf dem Petersplatz selig. Also hier gibt es auch ganz enge geschichtliche Bande. Es sind ein paar keifende Leute in Wien gewesen, die einfach nicht ertragen konnten, dass er anerkannt war. Und das sind so Pseudohistoriker gewesen. Das war sicher immer ein gewisser Widerspruch. Und man hat das ja auch nicht zuletzt im Laufe der letzten, ich würde mal sagen, 15, 20 Jahre relativ stark erlebt. Jetzt, wie die ganze Frage der Seligsprechung von Kaiser Karl betrieben wurde, weil er gerade dieses Spannungsfeld zwischen dem Katholiken, zwischen dem Christen, zwischen dem Mann der christlichen Moral, Kaiser Karl auf der einen Seite, und dem militärischen Kommandanten, Feldherrn, Kriegskommandanten, Staatschef eines kriegsführenden Staates. Hauptsächlich ist keine Kritik, ja sogar eine große Verehrung in Ländern, wo er ganz weit weg war, wie zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten oder solchen anderen Orten und hauptsächlich auch von vielen Nationalitäten. Die Seligsprechung des eigenen Vaters zu erleben, das ist natürlich schon etwas Besonderes. Aber ihm war, und das muss man richtig verstehen, immer wichtig, nicht selbst in diesen Seligsprechungsprozess, der ja ein jahrzehntelanger Prozess war, zu intervenieren. Deswegen hat er sich, bis es in Rom dann Klarheit gab, persönlich sehr zurückgehalten mit öffentlichen Äußerungen, aber auch mit Kontakten. Er wollte nicht den Eindruck erwecken, als würde er aus der Politik heraus Einfluss nehmen auf diese Seligsprechungsverfahren. Otto von Habsburg hat sich wirklich sehr gefreut, als Papst Johannes Paul II. Seinen Vater, Kaiser Karl, Kaiser und König Karl, selig gesprochen hat. Zum einen, weil der Papst damit auch den Politikern ein Vorbild gegeben hat. Er hat ja auch gesagt, er empfiehlt jedem Politiker, der in Europa tätig ist, Kaiser Karl als Vorbild. Zum anderen auch, weil natürlich diese Seligsprechung von Kaiser Karl ein besonderes Symbol für die Völker im Donauraum ist. Und darüber hat sich Otto von Habsburg sehr gefreut. Gerade im Jahr 2004, als die erste große Osterweiterung stattgefunden hat und auch viele Völker der ehemaligen
Monarchie nach Europa gekommen sind. Das ist kein Zufall, sondern ich glaube sehr anspielungs- und beziehungsreich, dass 2003, als Papst Johannes Paul II. Banja Luka besuchte, die katholische Kirche in dieser schwierigen Situation besuchte, zu einer eintägigen Reise, da hat Otto von Habsburg alle Sicherheitsbedenken, die es gab, in den Wind geschlagen und hat gesagt, da möchte ich dabei sein. Und er hat unter großen Strapazen damals mit seiner Frau, ich durfte beide begleiten, die Reise gewagt und war 2003 dabei, als Johannes Paul II. Die Katholiken, die Kroaten, in Banja Luka besuchte. Und das war ein großes Erlebnis und eine große Begegnung. Ich weiß persönlich, dass er extra kommen wollte nach Banja Luka. Ich habe ihm auch die Einladung geschickt und er und seine treue Gemahlin Regina sind gekommen und er wollte auch dem Papst persönlich noch auch danken, das hat er auch getan in meiner Kathedrale, dass er, obwohl er gesundheitlich angegriffen wurde, der Papst, er ist auch gekommen nach Banja Luka, um dort wieder zu appellieren an die Politiker, dass die auch, besonders die vertriebenen Katholiken also wieder wahrnehmen, dass sie denen möglichen zurückzukehren. Und dass auch der Otto dasselbe auch getan hat unter den Politikern bzw. Bei der Presse. Die Politiker haben sich ihm gegenüber, so auch wie dem Papst gegenüber verhalten. Die haben das höflich also angehört, aber leider Gottes später nicht allzu viel unternommen, dass diese große Ungerechtigkeit an der Bevölkerung, der nichtserbischen Bevölkerung in Banja Luka auch etwas geändert wird. Dann kam Benedikt XVI., ein persönlicher Freund von mir von Anfang an, wie er noch ein junger Bischof war, wie ich zum ersten Mal kandidiert habe fürs Europaparlament, ist ein fürchterliches Schießen auf mich losgegangen und wurde ich also sehr angegriffen. Und ja, ich vertrage solche Angriffe relativ recht gut. Aber jedenfalls war es so, ich habe ihn vorher gekannt, ich habe ihn öfters getroffen gehabt, ich habe ihn verstanden, er hat mich verstanden offenbar. Und der war der einzige junge Bischof damals in Bayern, der mich vertreten hat, der mich verteidigt hat. Er hat gesagt, ich meine, der Mensch ist nicht, was man behauptet. Und ich bin auch dann daraufhin mit ziemlichem Triumph aufgestellt worden als Kandidat der CSU für das Europaparlament. Ich bin ja bei der ersten Wahl mit 80% der Wähler durchgekommen. Sie sprachen von Freundschaft, ich glaube, das kann man tatsächlich sagen. Otto von Habsburg kannte ab Pius XII. Alle Päpste persönlich und gut, aber wirklich befreundet war er mit Johannes Paul II. Und ist er bis zuletzt gewesen mit Papst Benedikt XVI. Er wusste sehr wohl, dass er die Pflichten, nicht die Rechte geerbt hatte. Also die Verpflichtungen gegenüber den Völkern des Donauraums, insbesondere auch gegenüber den Kroaten, mit denen hat er sich immer lebenslang identifiziert und hat das auch wahrgenommen, da wo er eben konnte. Aber die Rechte eines Herrschers, die hat er nicht geerbt und ich glaube, er hat sie auch in Wirklichkeit nicht ersehnt. Es gibt ein Zitat Otto von Habsburgs, das er immer wieder verwendete, insbesondere dann, wenn Journalisten manchmal ein bisschen suggestiv ihn fragten, ob er nicht doch gerne ein Kaiser gewesen wäre. Dann antwortete er, ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Politiker kann ich zu einem Esel Esel sagen, wenn ich Kaiser wäre, müsste ich zu dem Esel Exzellenz sagen. Und ich glaube, das beschreibt sehr gut sein Selbstverständnis. Die Pflichten eines Monarchen hat er angenommen, aus der Tradition kommend. Die Rechte hat er nicht geerbt,
aber er hat Politik in einem modernen Sinn gemacht und das mit großer Leidenschaft. Dass ich selbstverständlich mit diesen Völkern des Raumes intimst durch die Geschichte verbunden war, durch die Aufgaben, die mir geschehen und durch vielen, die mir gebracht worden sind von diesen Völkern. Schauen Sie, es ist ja auch heute noch. In sehr, sehr vielen dieser Länder ist es doch selbstverständlich. Und das wäre ich gewesen, wenn es, ich weiß nicht, ganz was anderes gewesen wäre. Es muss der einfach. Also natürlich war er als Sohn von Kaiser Karl in der Pflicht, nicht nur gegenüber einer der Nationen, sondern gegenüber allen diesen Nationen und verstand sich auch so. Ich möchte hier aber auch ganz offen sagen, dass ich persönlich erlebt habe, wie er auch im hohen Alter noch aufgeblüht ist, wenn er nach Kroatien und wenn er nach Ungarn kam. Das war wirklich ein großer Unterschied zu allen anderen Reisen. Ich durfte ihn ja auf vielen seiner Reisen bis ins ganz hohe Alter begleiten. Wenn wir nach Kroatien kamen oder wenn er nach Ungarn kam, ist er regelrecht aufgeblüht. Man hat gespürt, wie eine neue Vitalität in ihm wächst. Also es gab ein ganz starkes emotionales Verhältnis zu den Kroaten. Also, was die Monarchie von Kroatien bekommt, hat eines der beispielgebenden, mutigen und treuen Teile der Bevölkerung mit großen Ideen, mit großer Fähigkeit. Schauen Sie, es ist, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Teil Kroatiens nehmen, wie es eben Istrien und Dalmatien waren, ja, das ist, wenn man sieht, was die für eine Rolle auf den Meeren gespielt haben, jenseits der Meeren gespielt haben, die in der habsburgischen Geschichte eine große Rolle. Nehmen Sie doch zum Beispiel die verschiedenen Expeditionen nach dem fernen Norden. Wie viele Kroaten waren da dabei wieder, obwohl sie an sich Südländer sind? Das sind alles diese Elemente, die das wieder, diese Zusammenführung gebracht haben. Und außerdem, wie gesagt, was wir auch in der heutigen Zeit noch erlebt haben, wie sehr man ganz selbstverständlich zusammengehört hat. Opatija speziell, jeder, der sich irgendwie mit der Geschichte befasst, weiß, dass dieses Opatija ein Stück der österreichischen Kultur ist. Aber unter kroatischer Führung. Nun, es war kein Geheimnis gewesen, dass früher oder später nach dem Tod von Tito der Kunststaat Jugoslawien in sich zusammenbrechen würde. Es war nie ein Staat gewesen, in dem die Völker gleichberechtigt waren. Und insofern war es nur folgerichtig, dass sobald eine historische Möglichkeit dazu bestanden hat, die Völker wieder ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen wollten. Als Präsident der Internationalen Pan-Europa-Union hat Otto von Habsburg die Gründung der kroatischen Pan-Europa-Union im Jahre 1991 initiiert. Das war gerade im Mai, also noch einen Monat vor der Erklärung der kroatischen Unabhängigkeit und der slowenischen Unabhängigkeit. Und dadurch hat er einen Impuls gegeben, dieser internationalen Bewegung, paneuropäischen Bewegung, also diese Staaten des ehemaligen Jugoslawien, Slowenien, Kroatien zu unterstützen. Otto von Habsburg hat schon sehr frühzeitig Kontakte zu kroatischen Politikern gehabt und insofern war er nicht unvorbereitet, als die ersten Unabhängigkeitsbestrebungen dort stattgefunden haben. Selbstverständlich hat er die Unabhängigkeit und das Selbstbestimmungsrecht der Völker glasklar unterstützt und er hat versucht, auch im internationalen Bereich dafür zu werben. Also zunächst einmal gab es natürlich sein wirklich ununterbrochenes Engagement, das er im Europäischen Parlament hatte, wo er, wann immer es zu einer Frage mit Kroatien gekommen ist, sich engagiert hat, mitgeschaut hat, dass diejenigen Leute, die sich eingesetzt haben, ich möchte hier doch eine Person entsprechend hervorheben, das ist Doris Pack, mit der er sehr gut befreundet war, mit der er nicht in jedem Punkt übereingestimmt hat, muss man auch sagen,
aber wo er einfach gewusst hat, die Grundtendenz ist richtig und beide haben mit großer Passion in dieselbe Richtung gezogen, wenn auch manchmal an verschiedenen Stricken. Aber dass ihn hier dieses Engagement, das hat sich einfach komplett durch seine politische Tätigkeit hindurchgezogen, eben nicht zuletzt auch aus dieser völligen Überzeugung heraus, dass Kroatien genauso sein Zuhause ist, wie es eben Ungarn oder Österreich war oder auch Bayern, muss man natürlich sagen, bis zu einem gewissen Grund, weil er hat sehr lange dort gelebt. Ja, ich würde sagen, für uns bedeutete der Einsatz seiner Hoheit Otto von Habsburg für Kroatien sehr viel. Er vertrat die Interessen Kroatiens, er verbreitete die Informationen über die wirkliche Lage im Lande und in der Region, in den europäischen Gremien. Und das war eine große Hilfe für Kroatien. Andererseits, also für uns bedeutete er sehr viel. Andererseits, wir waren in diesen Kriegszeiten sehr motiviert und wahrscheinlich sehr tätig, um den Leuten zu helfen, um die Lage in Kroatien im Ausland zu erklären, um die Verbindungen mit den paneuropäischen Kreisen, aber auch anderen europäischen Politikern zu machen. Und offensichtlich hat das Otto von Habsburg gefallen. Otto von Habsburg war sehr beeindruckt von dem hohen Maß an Disziplin, das die Kroaten gerade in jener schwierigen Phase aufgebracht haben. Die Geschlossenheit der Gesellschaft war vielleicht viel stärker als heute. Die Bereitschaft für die Ideale, für das gemeinsame Ziel, auch persönlich etwas zu opfern und zu riskieren, war wirklich beeindruckend. Das Zweite, was ihn sehr beeindruckt hat, war, dass es trotz der Leiden, die es unmittelbar nach dem Beginn des Kriegs ja sehr vehement gegeben hat, dass trotzdem der Gedanke der Rache überhaupt nicht dominant war. Sondern im Gegenteil, die Kroaten waren offensichtlich damals sehr stark bereit, Leid auf sich zu nehmen, Opfer auf sich zu nehmen. Sie waren zu vielen Schmerzen fähig und deswegen fähig, etwas Großes zu erreichen. Aber sie waren nicht bereit, Täter zu werden. Ich würde nicht sagen, dass wir alles gemacht haben, das war auch nicht möglich. Aber man hat schon einiges machen können, Gott sei Dank. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich so zurückdenke an diese Zeit, es hat Momente gegeben, wo ich sehr glücklich war. Wo es sehr speziell die erste Phase der Anerkennung überhaupt, das war gar nicht leicht, das zu erreichen. Da hat es große Widerstände gegeben. Ganz im Anfang der Kämpfe. Und ein zweites hat Otto von Habsburg damals sehr beeindruckt, nämlich dass man das Bekenntnis zur Unabhängigkeit und zur Eigenständigkeit der kroatischen Nation sofort verbunden hat mit dem Bekenntnis zur Zugehörigkeit zum vereinten Europa. Also diese Ausrichtung hin zu Europa, das war schon etwas, was ihn nicht überrascht hat, denn er hat das erwartet von den Kroaten, aber was ihn doch beeindruckt und begeistert hat. Ich möchte sagen, er war über gewisse Phasen sogar der einzige Anwalt im Europäischen Parlament, denn es gab enorme Widerstände, enorme Widerstände. Und insbesondere die damalige Ratspräsidentschaft der Europäischen Union war überhaupt nicht gewillt, die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien anzuerkennen. Also insbesondere gegen Kroatiens Unabhängigkeit und Souveränität gab es massive Widerstände. Er kannte nämlich praktisch alle wichtigeren Politiker auch persönlich und konnte sie gut einschätzen. Otto von Habsburg war hier über weite Strecken wirklich der Erste und teilweise der Einzige, der mit großer Vehemenz die niederländische Ratspräsidentschaft, ich erinnere an Hans van den Broek, vielleicht ist der Name vergessen, wenn ja, dann zu Recht. Also einmal erinnere ich mich, wie er Präsidenten Tuđman gefragt hat, am Anfang, können Sie Herrn Hans van den Broek? Und
Tudjman sagte, nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Und dann sagte Otto von Habsburg, naja, aber da haben Sie nichts verloren. Also ich würde mal sagen, prinzipiell das Problem mit vielen Politikern und Verwaltungsbeamten ist ja das, dass sie immer Angst vor Veränderung haben, weil sie das Gefühl haben, dass sie Veränderungen nicht kontrollieren können. Und deswegen war für jeden, sagen wir, der Zerfall von Jugoslawien war etwas Bedrohliches für sie. Und es gab nur sehr wenige Leute, die eigentlich die Vision hatten, dass sie gesehen haben, da ist ein Unrechtssystem, das künstlich zusammengehalten wird und das einfach zerfallen muss und dass man viel mehr versuchen muss, tatsächlich einen Einfluss darauf zu gewinnen, dass es in einem positiven Sinne sich separiert oder zerfällt und Einfluss nehmen muss, dass die Entwicklung insgesamt eine positive Entwicklung ist. Aber da gab es nur relativ wenige. Also Anfang der 90er Jahre und Zerfall Jugoslawiens war sehr kompliziert für die europäische Politik. Es gab mehrere, mit denen Otto von Habsburg sehr harte Kämpfe aushalten musste. Ich möchte insbesondere einen Namen erwähnen. Das ist der italienische damalige Außenminister Gianni De Michelis, der also sehr stark also sich gegen kroatische Unabhängigkeit erklärt hat. Jemand, den mein Vater zweifellos persönlich nicht sehr geschätzt hat, weil er mit ihm in vielen Punkten absolut anderer Meinung war, war Hans-Dietrich Genscher. Aber es war natürlich schon so, dass Genscher damals im Rahmen der deutschen Politik eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat, dass es, wenn auch für die Gefühle meines Vaters zu einem viel zu späten Zeitpunkt, zu einer entsprechenden Anerkennung Kroatiens gekommen ist. Natürlich hat er sich später geändert. Also er hat sich sehr verdient gemacht für die kroatische Unabhängigkeit. Und inzwischen ist er Ehrenbürger in einigen Städten in Kroatien. Man ehrt sein Verdienst. Aber anfänglich musste Otto von Habsburg sehr harte Argumente vorbringen, um ihn zu überzeugen, wie das wichtig ist, um Kroatien anzuerkennen. Ja, Kroatien hatte relativ viele Gegner, besonders am Anfang. Als Gegner Kroatiens, aber auch als Gegner der Wiedervereinigung Deutschlands und auch als Gegner Gorbatschows, ist natürlich François Mitterrand sehr wohl bekannt. Und seinen Minister, Außenminister Roland Dumas, sowie auch den Außenminister John Majors, Douglas Hurd. Otto von Habsburg sah als Leute, die in der Vergangenheit leben, die also die Gegenwart nicht wohl verstehen, sondern noch immer Geopolitik so verfolgen, als ob wir im Ersten Weltkrieg wären. Also solche Leute können uns am Ende des 20. Jahrhunderts nicht in die Zukunft führen. Also solche Leute waren üblicherweise auch Gegner Kroatiens. Ein französischer Diplomat meinte gegenüber Otto von Habsburg einmal, wenn wir das jetzt anerkennen, dann bedeutet das doch, dass wir im Nachhinein noch den Ersten Weltkrieg verloren haben. Also hier wurde leider vielfach gedacht in Kategorien, die der Zeit einfach nicht mehr angemessen waren. Also in den Kategorien des Ersten Weltkriegs, jener furchtbaren Tragödie, die so viel Leid über alle europäischen Nationen gebracht hat und die Folge des Ersten Weltkriegs, ich glaube, das hätte man damals schon verstehen können, war ja nicht, dass es Sieger und Besiegte gab, sondern eigentlich war ganz Europa Verlierer dieses großen Völkermordens. Nun, wir wissen, dass die Gegner eines Zerfalls des ehemaligen Jugoslawien sicherlich auch in etwa kongruent sind mit den alten Koalitionen aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Es haben sich dann aber auch insbesondere Großbritannien und die Niederlande gegen eine Selbstständigkeit
und gegen eine Selbstständigkeit Kroatiens und Sloweniens und gegen einen Zerfall Jugoslawiens ausgesprochen. Die Motive sind sicherlich sehr unterschiedlich. Ein nicht minder zu bewertendes Motiv ist sicherlich auch die katholische Orientierung Kroatiens. Wissen Sie, es sind da natürlich auch fanatische Elemente, die dazu sprechen. Ich werde Ihnen, aber da werde ich nicht die Namen nennen, denn es handelt sich um jemanden, der heute noch eine Rolle spielt. Ich habe mich mit ihm gestritten, dass die Fetzen geflogen sind über Kroatien. Und am Schluss hat er mich dann, obwohl er heute noch eine Position hat, hat er mir gesagt, wissen Sie, ich verstehe Sie eigentlich nicht, aber Sie müssen doch etwas Sie verstehen. Wir wollen keinen weiteren katholischen Staat in unserer Gemeinschaft haben. Ja. Das darf man nicht vergessen. Leider haben diese Ressentiments aber nachgewirkt. Und ich würde sagen, dass es bis in unsere Tage Kräfte gibt, die noch nicht verstanden haben, was es wirklich bedeutet, ein vereintes Europa zu bauen. Insbesondere aus London gab es ja massiven Widerstand. Und ich würde sagen, auch nach der Anerkennung der Unabhängigkeit, auch als Kroatien bereits ein gefestigter Rechtsstaat war, gab es hier Ressentiments und Vorurteile, auch die Schemata und Kategorien alter Allianzen zu Belgrad, die mit dem Denken eines Paneuropäers überhaupt nichts zu tun haben dürfen. Ja, das ist vollkommen klar. Schau, das ist eben genial vorbereitet worden. Wenn ich zum Beispiel nehme, die Serben sind ja gigantische Propagandisten. Schauen Sie, es gibt die Serben, denen gelingt es, aber das war schon früher, das habe ich auch schon vor dieser Geschichte zur Zeit, zum Beispiel auch noch der Jahre vor dem Krieg, war das doch schon alles. Das war doch schon alles, diese Propaganda gegen Kroatien, gegen die Kroaten. Das ist heute auch noch weiter sehr lebendig, weil noch immer die Gegenarbeit nicht ist. Und darum bin ich sehr froh, wenn auch über den indirekten Weg des Tourismus bekannt wird, dass Kroatien ist nicht das, was man von davon behauptet. Das ist sehr wichtig. Otto von Habsburg hat diesbezüglich viele Kämpfe kämpfen müssen. Ich möchte nur erinnern an diese wunderbare Ausstellung, die die kroatische Paneuropa-Union im Europäischen Parlament organisiert hat. Da gab es doch tatsächlich auch innerhalb der christdemokratischen Fraktion große Widerstände, überhaupt eine Ausstellung über mediterrane und mitteleuropäische Kulturlandschaften Kroatiens zu machen. Das war ja keine politische Ausstellung, das war eine kulturelle Ausstellung. Otto von Habsburg glaubte, dass Kroatien offensichtlich zur europäischen Familie gehört. Nach seiner Geschichte, nach seiner Kultur, nach seiner geografischen Lage und nach seinen Perspektiven. Aber die kroatische Kultur zu sehen als eine Kultur, die zu Mitteleuropa gehört, die zum mediterranen Raum gehört, die eben nicht balkanisch und südosteuropäisch ist, sondern mitteleuropäisch ist, das war vielen Leuten ganz unangenehm. Also da wurden wirklich Vorurteile verletzt und daher kam dieser Widerstand. Also viele waren bereit, Kroatien auf den Balkan zu schieben, weil sie ihn dort sehen wollten. Dagegen das Bewusstsein zu schaffen, das ist ein mitteleuropäisches Land, das in mitteleuropäischer Tradition steht, das war Otto von Habsburg ein großes Anliegen. Und die Paneuropa-Union Kroatien hat damals eine wunderbare Ausstellung gemacht. Die Bilder, die diese Ausstellung gezeigt hat, haben bewiesen, dass Kroatien nicht auf den Balkan gehört. Also er meinte, dass auch die größten europäischen Länder wie Deutschland oder Frankreich sich den großen globalen Spielern nicht widersetzen können, ohne eine Europäische Union. Und für die kleinen Länder wie Kroatien gilt es nur noch in einem viel größeren Maß. Also in dem Sinne sah er
die Perspektive Kroatiens nur im Rahmen der Europäischen Union. Auf der anderen Seite glaubte er, dass Kroatien ein Gewinn für die Europäische Union sein wird. Aber als geschickter Lobbyist im Europäischen Parlament hat er schnell verstanden, auch Mitarbeiter und Freunde zu gewinnen, sodass sich langsam eine kleine pro-kroatische Lobby dort herausgebildet hat. Und tatsächlich hat sich ja auch die Stimmung rasch verändert. Es hat eine bestimmt sehr enge Zusammenarbeit auch in Österreich mit Alois Mock gegeben, der hier eine wesentlich positivere Rolle gespielt hat, weil der viel früher erkannt hat, aber ihm hat die Einflussmöglichkeit gefehlt, hier tatsächlich den Einfluss zu nehmen, dass es also zu einer rechtzeitigen Anerkennung gekommen ist. Dann gab es andere, die die negative Politik gegenüber Kroatien in ihrem Lande abgebrochen und eine normale Beziehung eingeführt haben, wie Jacques Chirac in Frankreich, später auch Sarkozy. Es ist natürlich breit bekannt, dass Otto von Habsburg damals auch mit Helmut Kohl, dem deutschen Bundeskanzler, in engem Kontakt war und dass Helmut Kohl die außenpolitische Kompetenz und die europapolitische Kompetenz Otto von Habsburg sehr schätzte. Und ich glaube, ein Punkt, den man nicht vergessen darf, war selbstverständlich auch den Einfluss, den ab einem gewissen Zeitpunkt der Vatikan genommen hat. Und es war so, dass mein Vater hier auch alle seine Beziehungen versucht hat einzusetzen, um den Vatikan dazu zu bewegen, seine diplomatischen Möglichkeiten einzusetzen, um hinter den Kulissen aktiv zu sein, um zu sagen, was wir in Kroatien sehen oder in Slowenien gesehen haben, ist irreversibel. Und wir können nur die Sache so lange, je länger wir eine tatsächliche Anerkennung herausziehen, umso größer ist der Schaden. Was in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, dass Otto von Habsburg auch in der islamischen Welt für die Unabhängigkeit Kroatiens wirkte, nämlich insbesondere beim König von Marokko. Also es gibt zwei Beziehungen zu muslimischen Herrschern, die er immer wieder einmal verwendete. Das eine war nach Amman, das andere war nach Marokko, das heißt also das jordanische und das marokkanische Königshaus. Das ist nämlich mit den Arabern. Wir hatten damals, ich war sehr verbunden, befreundet mit den führenden Persönlichkeiten der Arabischen Liga und so weiter. Ich habe die damals gebeten, sehr für Kroatien einzutreten und Gott sei Dank ist es geschehen. Und wir sollten das nicht vergessen, wir haben da sehr gute Freunde gehabt, die uns sehr geholfen haben. Beim König von Marokko ist dokumentiert, dass Otto von Habsburg ihn tatsächlich überzeugen konnte, die Souveränität und Unabhängigkeit von Kroatien und Slowenien nicht nur als marokkanischer Staat anzuerkennen, sondern in der arabischen Welt dafür auch Fürsprecher zu werden. Er war ja damals der Präsident der Arabischen Liga und wir hatten da eine Nachtsitzung, die bis 2 Uhr früh gedauert hat und es ist gegangen. Eine kleine Anekdote am Rande, die Unterredung, die der König von Marokko damals Otto von Habsburg gewährte, uferte zeitlich so lange aus, dass Yasser Arafat damals im Vorzimmer des Königs eine halbe Stunde warten musste. Also hier gab es auch eine Zusammenarbeit, nicht nur auf der parlamentarischen Ebene, sondern auch bis tief in die Medien hinein. Ich glaube, dass das die deutsche Öffentlichkeit nicht unmaßgeblich beeinflusst hat. Ich selbst konnte miterleben, wie eine dritte große deutsche Zeitung ihre Position endlich gefunden hat, das war die Süddeutsche Zeitung, nach der Ermordung von Egon Skotland durch serbische Terroristen in Slawonien, war die Stimmung dann auch in der Süddeutschen Zeitung ganz eindeutig, als man wusste plötzlich, wo das Ancien Regime liegt und wie es agiert, gegen das man vorgehen muss. Und die leider auch, wie gesagt, durch das mangelnde Verständnis für die ungeheure Bedeutung der Propaganda in politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen ist das, was eine der Schwächen unserer Kroaten ist. Bitte, es spricht irgendwie sehr für sie und für deren Charakter, aber es ist sehr unpraktisch für jenen, die wünschen, dass da etwas durchgesetzt wird. Und er hat sich immer
für die Mitglieder aller Parteien interessiert. Er hat sich irgendwie als ein Erzieher oder Helfer erwiesen, hat also mit dem ersten Präsidenten Franjo Tudjman sehr viel sich unterhalten, aber auch mit den anderen, denen er auf seinen Reisen begegnet hat. Ich habe ihn persönlich kennengelernt am ersten Tag vom Krieg. Und er war bestimmt ein kroatischer Patriot. Bitte, dass er Fehler gemacht hat, um Gottes Willen. Zeigen Sie mir einen führenden Politiker, der keine Fehler gemacht hat. Das wird überall so sein. Und die Hauptsache, meine Beurteilung der Menschen war, stehen sie zur Heimat oder stehen sie nicht zur Heimat. Das war entscheidend. Selbstverständlich, wie er Präsident war, habe ich alles getan, um auch die Sache zu vertreten, die er vertreten wollte, denn es war die richtige Sache. Für ihn sehr beeindruckend, als es soweit war. Er hatte gerade in der Tat einen Termin bei dem kroatischen Präsidenten und es kam die Luftwarnung. Und beide mussten hinunter in den Luftschutzkeller. Da hatten sie natürlich auch eine Gelegenheit, sehr lange miteinander zu sprechen, wahrscheinlich viel länger miteinander zu sprechen, als der normale Termin gedauert hätte. Und bei diesem Gespräch, das war sehr aufschlussreich für Otto von Habsburg und vielleicht war es auch aufschlussreich für Franjo Tudjman, hat Otto von Habsburg eben sehr nahegelegt, dass die Kroaten eine bessere Werbung für sich und ihre Sachen machen müssten. Und hat ihm auch intensiv nahegelegt, auch gleich die europäische Option aufzugreifen. Also Kroatien muss unbedingt ein Mitglied in der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union werden. Aber wo mein Vater einfach auch der völligen Überzeugung war, nicht zuletzt auch aus der persönlichen Bekanntschaft und den vielen Kontakten, die es zwischen ihm und Präsident Tudjman gegeben hat, dass er gesagt hat, der Präsident Tudjman war einfach zum richtigen Zeitpunkt der richtige Mann am richtigen Platz. Und dass jemand mit einem anderen Charakter möglicherweise die richtigen Schritte nicht hätte setzen können. Schauen Sie, ich habe zum Beispiel die Tatsache, dass der Herr Präsident Tudjman, wie er Präsident war, in seinem Büro noch immer die Statue von Tito gelassen hat, habe ich für vollkommen richtig gehalten. Denn da muss man sagen, es ist auch ein Teil unserer Geschichte. Ob wir sie gern haben oder nicht, ist nicht der Punkt. Schauen Sie, es sind eigentlich die Barbaren, die die Geschichte durch die Zerstörung von Monumenten verewigen wollen. Während in Wirklichkeit ist es ganz was anderes. Man muss sie so darstellen, wie sie wirklich war. Und da ist ja auch sehr, sehr vieles anders gewesen, als das, was dann die gegnerische Propaganda gemacht hat. Ja, man könnte sagen, Otto von Habsburg war in allen wichtigen Augenblicken während des Krieges in Kroatien anwesend. Aber man könnte vielleicht betonen, dass nach der Militäraktion Blitz Otto von Habsburg hat Kroatien besucht und hat mit unseren Präsidenten Franjo Tudjman gesprochen und vorgeschlagen, dass jetzt der Augenblick, der richtige Augenblick ist, um zu zeigen, dass kroatische Politik sich nicht nur um das Land kümmert, sondern auch eine klare europäische Richtung hat. Ich weiß auch, dass er ihm konkrete Ratschläge gegeben hat und einige davon wurden auch teilweise sogar beeindruckend schnell umgesetzt. Zum Beispiel der Rat, ein eigenes Europaministerium zu schaffen in Kroatien, das heißt eine Regierungsbehörde mit dem Ziel, Kroatien näher an das vereinte Europa heranzuführen und letztlich in die Europäische Union zu bringen. Das war eine Idee, die Otto von Habsburg Präsident Tudjman quasi geschenkt hat. Und ich erinnere mich, wir waren damals in Kroatien unterwegs und konnten noch am selben Nachmittag im Radio das Ergebnis dieser Unterredung hören, nämlich, dass Präsident Tudjman verkündet hat, ein eigenes Europaministerium ins Leben zu rufen. Also das war
im Jahre 1995. Er hat seine wegweisende Reden gehalten. Er hat viele Städte besucht, von Karlovac, Pazin bis Vukovar, Osijek, Požega, Dubrovnik, Zadar, Knin auch, wo er nach der Befreiung dieses Gebiets eine Rede gehalten an der Konferenz. Also an einen Fall erinnere ich mich sehr gut, das war damals die Wiedereröffnung des Flughafens von Dubrovnik, wo jeder Mensch vorher gewusst hat, ich meine, die Situation war an sich stabilisiert, aber es war doch damals so, dass die serbische Seite immer, wenn man das Gefühl hatte, es könnte ein bisschen Tourismus nach Kroatien kommen und dort der wirklich ungemein schwierigen finanziellen Situation helfen, haben sie einige Male mit Artillerie oder Granaten nach Kroatien geschossen, sehr medienwirksam, nicht unbedingt um dort eine große Wirkung hervorzurufen, sondern einfach um die Touristen zu erschrecken und zu schauen, dass niemand kommen würde. Und wie es zur Eröffnung des Flughafens gekommen ist, war jedem Menschen absolut klar, dass das eine Gelegenheit sein würde, wo es krachen würde. Das war völlig klar. Wir waren damals in Dubrovnik und wir haben damals gesagt, das war sowohl mein Vater wie meine Frau, wie meine älteste Tochter, die damals, Eleonore, die damals mitgekommen ist, wo wir gesagt haben, ja, da müssen wir jetzt hin, weil da gilt es einfach Solidarität zu zeigen. Da gilt es einfach zu zeigen, dass man sich jetzt nicht fürchtet und verkriecht, sondern dass man einfach sagt, wo es unweigerlich krachen wird. Aber das hat's dann ja auch damals gekracht. Ist nichts passiert, wie man weiß, aber ich meine, es war halt einfach ja nur, es war, sagen wir mal, will eine gewisse Form, wie soll man das ausdrücken, eine gewisse Form des staatlichen Terrorismus, der von Serbien nach Kroatien hereingetragen wurde, indem man eben dort versucht hat, die Situation im Land zu destabilisieren und jede Möglichkeit zur Konsolidierung im Land zu stören. Aber das war für mich so ein typischer Beispiel. Otto von Habsburg fühlte sich unter anderem auch als ein Kroate und hatte sehr große Sympathien und Mitleid für jene, die in der Zeit gelitten haben. Aber er glaubte in Kroatien und in die Kroaten. Ich erinnere mich, als er einmal dem Präsidenten Tuđman gesagt hat, wenn sich nur die Kroaten ihrer militärischen Tradition erinnern, dann habe ich keine Furcht für ihren Erfolg. Das, so wie ich sie gesehen habe, in ihren eigenen Freiheitskämpfen, ja, da ist es doch ganz gut gewesen. Auf der anderen Seite bewunderte er, wie schnell die Bürger Kroatiens in Osijek oder Karlovac nach den Luftangriffen die Trümmer wegräumten, die Dächer reparierten und so weiter. Und er kommentierte es einmal, ja, das ist eine Mentalität der Sieger, das schätze ich sehr hoch. Nur, wenn sie ihre Trümmer so schnell wegräumen und alles zurechtlegen, wer wird ihnen glauben, dass sie angegriffen wurden? 1996 gehörte er zu den allerersten Ausländern, die Vukovar besuchen konnten, in einer Zeit, als zwar schon die UNO dort präsent war, aber Vukovar noch nicht von den Serben befreit war. Das heißt, es gab noch immer marodierende Chetniks, die Leute Arkans waren noch vor Ort präsent, die UNO-Soldaten waren auf ihre Art, die ich hier nicht zu erklären brauche, bereits präsent. Und Vukovar war für Kroaten nicht zugänglich in dieser Zeit. Und unmittelbar nach dem Besuch von Madeleine Albright konnte auch Otto von Habsburg diese Märtyrerstadt Vukovar besuchen und konnte mit einigen einfachen Leuten reden, insbesondere in dem kleinen, traditionsreichen Marienwallfahrtsort Almaš. Es war damals eigentlich ein sehr faszinierender Besuch, der damals, wenn ich mich richtig erinnere, durch den General Jacques Klein auch mit organisiert wurde.
Wir sind damals also auch mit seinen Einrichtungen praktisch herumgereist, haben uns die verschiedenen Institutionen in Vukovar anschauen können. Und der, sagen wir, die Auswirkungen des Konflikts, die man erleben durfte, waren natürlich schon sehr extrem. Wie wir wissen aus der Geschichte heraus, war ja die Zerstörung in Vukovar eine ganz besondere und auch der ethnische Konflikt in Vukovar war ein ganz besonderer, weil ja nicht nur zwei, sondern wesentlich mehr Ethnien dort zusammengespielt hat und nicht zuletzt ja auch die ungarischen Minderheiten in der Gegend und alle möglichen anderen dort eine entsprechende Rolle gespielt haben. Als wir dann wieder zurück waren in Osijek, da sagte er im Auto zu seinem Sohn Karl einen Satz, den ich nie vergessen werde. Er sagte: Schau, Karl, das sind einfach unsere Leute. Was meinte er damit? Er meinte nicht, das sind unsere Untertanen oder so etwas Absurdes. Das wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Er meinte, das sind die Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Das sind die Menschen, denen wir dienen müssen, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben eine Pflicht gegenüber diesen Menschen. Und diese Pflicht, glaube ich, hat wirklich sein Leben geprägt und bestimmt. Und das wurde in diesem Moment, wurde mir das so deutlich, wie eigentlich nie in der parlamentarischen Arbeit, wofür lebte, wirkte und arbeitete dieser Mann bis zuletzt, solange ihm Gott die Kraft gab, und er gab ihm viel Kraft, für diese Menschen. Die ganze schandhafte Art und Weise, wie es der Carla del Ponte gelungen ist, gegen Kroatien zu wirken, ja, um Gottes Willen, und das spielt ja immer noch eine Rolle, das ist ja das Arge. Und das müssten wir uns viel klarer sein. Wir müssen einfach die Wahrheit sagen. Und wenn ich Ihnen ehrlich sagen will, meine Aufgabe ist es eben gewesen, dagegen auch selbstverständlich anzutreten. Denn es ist eine der wichtigsten Waffen in solchen politischen Auseinandersetzungen, ist die Propaganda. Und das haben die anderen nicht getan. Die Kroaten nämlich leider. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Kroaten etwas machen, um für Kroatien einzutreten. Und zwar ganz besonders die Wahrheit über Kroatien zu verteilen. Das erlittene Unrecht wurde nicht zu einem Unrecht, das man anderen antat, sondern es war eine große Versöhnungsbereitschaft da. Ich kann mich erinnern, selbst einmal in Zagreb gewesen zu sein, in einem der schwierigen Momente, wo vor den Beichtstühlen der Kathedrale die Soldaten Schlange standen, bis hinaus auf den Platz. Also da war ein großer Idealismus, eine große Opferbereitschaft. Zwei Dinge möchte ich da erwähnen. Otto von Habsburg hat am meisten sich mit den Menschen unterhalten. Also er war interessiert an allen Menschen, nicht nur Intellektuellen und Politikern, sondern auch einfache Leuten. Überall, wo er gereist ist, hat er also mit den Leuten sich unterhalten, mit den einfachen Bauern oder Seeleuten. Und das war faszinierend, wie einfach und bescheiden er den Kontakt aufnehmen kann und auch also mit Humor, wie er mit den Leuten umgeht. Und das andere, was ich besonders erwähnen möchte, das sind seine Bewunderung der Landschaft. Er hat das Land wirklich sehr gemocht. Er hat das Land sehr gemocht und die Menschen sehr gemocht. Er hat verschiedene Städte wirklich sehr attraktiv gefunden, also Zagreb natürlich immer. Was er besonders gern gemocht hat, war Varaždin. In Varaždin herrscht so eine schöne alte Atmosphäre auch und da hat sich also sehr viel von der alten Zeit auch hinübergerettet in unsere neue Zeit. Was ihm sehr gefallen hat, waren die Küstenstädte, die ganze dalmatinische Küste oder Istrien. Er hat das Land wirklich sehr gemocht und auch in einem Jahr hat er auch die Familie gemeinsam ihren Familienurlaub in Kroatien verbracht. Und wie gesagt, auf der anderen Seite die Möglichkeiten der menschlichen Kontakte durch diese Möglichkeiten, die Opatija für uns hat. Und
diese ganzen schönen Sachen, die dort sind, das wird ja doch, schauen Sie, wie wenig Leute wissen, jenseits von Apatia, diese Städte dahinter, die sozusagen zum Raum gehören. Das ist doch wunderbar, was da hinten ist. Wunderschön. Und eine ungeheure Geschichte. Außerdem gibt es sehr gute Sachen dort. Schauen Sie, welches Land Europas kann sich darüber so stolz sein, dass es so viele Trüffel bei ihm gibt? Nun, Otto von Habsburg hat durchaus also den kroatischen Rotwein sehr geschätzt. Ich weiß, dass er den Dingac und den Blavac sehr gern getrunken hat. Und auch die Musik, also gegen eine schöne Tamburica hat er nichts einzuwenden gehabt. Und es ist oft genug geschehen, dass ich, wenn ich zu ihm oben ins Büro gekommen bin, dass er sehr laut die Musik, eine Tamburica-Musik gehört hat. Das hat ihm sehr gefallen, das hat ihm große Freude gemacht. Otto von Habsburg hat seine mehrfache Identität immer wieder gezeigt. Das war mit einfachen Zeichen. Also er, das war interessant, insbesondere zu Ende seines Lebens, ist er mit dem kroatischen Pass überall gereist. Das war schon ein Zeichen seiner auch kroatischen Identität. Ja, es ist sehr lehrreich zu erfahren, was für eine Identität, eine Persönlichkeit wie Otto von Habsburg haben kann. Er war natürlich ein Österreicher, aber auch ein Deutscher, ein Ungar und ein Kroate, ein Spanier und eigentlich nach der Familie seiner Mutter auch ein Franzose. Er fühlte mit allen europäischen Völkern mit. Aber als Kroatien, mehr als irgendwelches anderes Land Europas, mehr Hindernisse erfahren musste an seinem Weg in die Europäische Union, deshalb war ihm Kroatien desto teurer und desto mehr engagierte er sich für Kroatien in seinem Leben. Ich würde sagen, erstens einmal Treue zur Heimat, denn man braucht was unter den Füßen. Wenn man ganz in der Welt so herumflattert, ist das nichts. Man muss Länder haben. Wissen Sie, es gibt einem einfach auch im Leben einen ganz anderen Inhalt. Wenn man Kroate ist, Kroatien gibt einem einen Inhalt, einen wunderbaren Inhalt. Und den dürfen wir nicht vergessen. Wenn man natürlich dann nur als Inhalt irgendein Casino sieht oder sowas, da wird es nie das sein. Speziell, wenn man alt wird. Schauen Sie, das ist es, was ich als über 90-Jährigen sagen kann. Der Begriff Heimat ist doch etwas Grandioses. Schauen Sie, gerade für Kroaten, aber auch für andere, für Ungarn, für andere, für alle, für unsere Leute. Wir haben schon eine sehr schöne Aufgabe. Es wird viele Schwierigkeiten geben, aber das steht dafür. Wissen Sie, wie langweilig wäre ein Leben ohne Schwierigkeiten? Auf jeden Fall, also sind es die meisten, die es anerkennen und darüber zeugen auch viele Ehrenbürgerschaften von vielen Städten in Kroatien, von Karlovac. In Karlovac, also nach der Befreiungskrieg, also nach der Unabhängigkeit Kroatien, ist er der erste Ehrenbürger geworden. Auch in Opatija und in anderen Städten, also ist er mit Ehrenbürgerschaft und mit den höchsten Ordens des Königs Zvonimir, das ist der höchste Orden des kroatischen Staates. Also das zeigt schon, wie man die Rolle, die Verdienste Otto von Habsburg in Kroatien schätzt. Für ihn war die Verzögerungen, die wir erlebt haben, des Beitritts Kroatien zur Europäischen Union, waren für ihn ein echtes politisches Unrecht.
Er hat es immer als das bezeichnet und auch gesehen, was es wahrscheinlich auch war, dass er gesagt hat, es ist ein bisschen von einigen bornierten Politikern und Beamten eine Art Strafaktion gegen Kroatien für Aktivitäten der Vergangenheit, dass sie eben den Beitritt sehr, sehr lange herausgezögert haben. Er fand es sehr wichtig, denn er wusste, dass Kroatien zu Europa, zur Europäischen Union gehört, und die ganze Zeit in den letzten Jahrzehnten seines Lebens ist er da tätig gewesen. Ich weiß, dass es ihn also auch wenige Wochen vor seinem Tod sehr gefreut hat, als wir ihm die Nachricht gegeben haben, dass Kroatien im Jahr 2013 in die Europäische Union aufgenommen wird. Also da hat er sich emotional sehr gefreut. Selbstverständlich, das ist doch Heimat für mich. So ist die Heimat, ist die Wurzel für die Zukunft. Und das wird es auch weiter sein. Und Gott sei Dank haben wir eine herrliche Heimat. Direkt als er starb, war ich nicht anwesend, aber die Tage zuvor, es war ja in diesen letzten Junitagen 2011 und Anfang Juli, war ja klar, dass es jetzt nicht mehr besonders lange dauern würde. Und es hat die ganze Familie und alle, die da herum waren, haben sich sehr große Mühe gegeben, ihm diesen Prozess des Hinübergehens in die andere Welt zu erleichtern. Ich war sehr beeindruckt von seinem Sterben und ich bin sehr dankbar für mich selbst, dass ich ihn auch noch verabschieden konnte, dass ich mich bei ihm bedanken konnte für alles, was er mir gegeben hat. Aber dieses Sterben von ihm war auch sehr beeindruckend, nämlich in der Ruhe und in dem Frieden, in dem er hinübergegangen ist. Für mich ist er ein heiligmäßiger Mensch und ich bin überzeugt, es wird sicher eines Tages ein Prozess für Seligsprechung von diesem großen Mitchristen auch zustande kommen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ob wir das erleben in absehbarer Zeit oder etwas später, aber das überlassen wir der Vorsehung Gottes. Aber wir müssen und können dank Gott danken, dass wir ihn gehabt hatten. Ich glaube, wir, soweit wir uns als seine Erben sehen, soweit wir auf ihn als Vorbild blicken, müssen aktiv werden. Wir müssen etwas tun. Denn Otto von Habsburg war rastlos tätig. Wenn Europa nicht ein Museum seiner eigenen großen Geschichte werden möchte, wenn es nicht eines Tages seine Souveränität an Washington und Peking oder Moskau delegieren möchte, dann muss es bereit sein, Souveränität gemeinsam wahrzunehmen. Eine gemeinsame europäische Außenpolitik zu entwickeln. Das zum Beispiel war immer ein zentrales Anliegen bei Otto von Habsburg und davon sind wir noch immer sehr weit entfernt. Also um mit ihm zu sprechen, es gibt noch viel zu tun, an die Arbeit. Ich bin der Ansicht, was wir machen müssen, ist über die Schwierigkeiten unserer Zeit hinwegzukommen. So viel irdisches Paradies hat es nie gegeben, als man sich erträumen kann. Aber es kann schon ein sehr erträgliches Leben geben. Ich bin also keineswegs Pessimist. Schauen Sie, ich habe mein ganzes Leben ein Prinzip gehabt. Ich habe immer nach vorne geschaut und nicht nach hinten. Das hat einem erlaubt, so alt zu werden, wie ich bin. Weil ich eben mich nicht angestrengt konnte. Ich hatte auch nicht die Zeit dazu, nach rückwärts zu schauen. Und das soll man weiter tun. So, und gerade unsere jüngeren Leute sollten das auch verstehen.